بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala. Ich danke Allah azza wa jal dafür, dass er uns dieses ganze Jahr am Leben gelassen hat und dass er uns diesen schönen Abend beschert hat, diesen schönen Abend geschenkt hat, dass wir die Zeit von Ramadan erreicht haben. Und hier bei mir, wo ich wohne, ist in wenigen Minuten, inshallah, ist Ramadan, der Beginn von Ramadan, die Toren der Paradiese, die Tore des Paradieses. Und die Tore und die Barmherzigkeiten Allah subhanahu wa ta'ala und die Toren der Himmel öffnen sich für die Gläubigen, für die Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Und so danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns diese Momente hat leben lassen. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Und wir bitten ihn, dass er uns die Möglichkeit gibt, diesen ganzen Monat inshallah zu leben und zu genießen, und dass er uns die Rechtleitung dazu schenkt, die Taten zu machen, die ihm wohlgefallen. Und man muss dankbar sein, liebe Geschwister, man muss Allah azza wa jalla dankbar sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir die Toren öffnet und die Türen geöffnet werden für die guten Taten und für die Saison der Gläubigen. Die Hochsaison, wo ein Muslim sein Business macht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wo der Muslim ihm seine Sünden vergeben werden. Und wo der Muslim sich sein Paradiesticket erkaufen kann mit der Barmherzigkeit und mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, als allererstes wollte ich inshallah zu diesem Thema, zum Thema von Ramadan sagen, dass es wichtig ist, die richtige Absicht zu haben und den richtigen Beginn zu haben und die richtige und das richtige Verständnis zu haben von Ramadan. Denn Ramadan ist nicht der Monat des Essens. Ramadan ist nicht der Monat der Nachspeisen und der Leckereien und der großen Buffettische und der Stunden, die man in den Geschäften und in der Küche und auf dem Abend oder am Tisch sitzt und nur das Essen und Trinken genießt. Nein, der Monat von Ramadan ist der Monat des Fastens. Der Monat Ramadan ist der Monat der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Ist der Monat, an dem die Sünden vergeben werden. Das ist der Monat, an dem der Muslim seine Hochsaison hat. Ja, so wie ein Eisverkäufer den Sommer nimmt und in diesem Sommer sein Business macht für das ganze Jahr. Ja, es ist so wie der Morgen für den Bäcker. Es ist so wie es ist die Hauptsaison für den Gläubigen, in dem der Gläubige am allermeisten sich Allah subhanahu wa ta'ala und am allerleichtesten sich Allah also nähern kann, dem Paradies nähern kann. Und es ist der Augenblick, wo er am meisten Belohnung bekommen kann und wo er am meisten seine Raqaba,
ja, seinen Hals, seinen Körper retten kann vor dem Höllenfeuer. Und deswegen muss man die richtige Absicht haben. Und deswegen muss man das richtige Verständnis haben von Ramadan. Und nicht diesen Ramadan leben, so wie viele Muslime den Ramadan leben. Und zwar, dass die Musselsalat gucken von Ramadan, islamische Serien gucken, Ramadan-Serien sich anschauen, Filme anschauen, jeden Tag und ihre Zeit verschwenden. Und Ramadan ist nicht ein Monat, in dem man stundenlang in der Küche ist und stundenlang mit Essen verbringt. Ja, es ist Anbetung, Allah subhanahu wa ta'ala, Essen vorzubereiten. Wenn das mit der richtigen Absicht macht, so hat die Mutter, so hat die Ehefrau, so hat die Frau die Belohnung von denen, allen, die davon essen. Mit der richtigen Absicht hat sie die Belohnung, dass sie dafür zuständig ist, dass andere Leute essen. Auch wenn es vielleicht der Ehemann, der Vater bezahlt hat, die Nahrung. Aber dadurch, dass sie sich bemüht und das Essen zubereitet, bekommt sie die Belohnung von ihrem Fasten. Und sie bekommt die Belohnung von dem Fasten der anderen, die ihre Speise essen. Mit der richtigen Absicht. Aber es sollte trotzdem nicht sein, außer es ist natürlich eine Einladung hier und da mal. Aber der Ramadan ist nicht ein Monat, in dem die Frauen, und ich kenne das noch von meiner Kindheit oder Jugend, wo die Mütter 4-5 Stunden lang in der Küche stehen und manchmal davor noch stundenlang einkaufen gehen. Und so verbringen sie vielleicht den ganzen oder den halben Tag nur mit Einkaufen und Kochen und dann die Küche wieder sauber machen und alles. Und dann haben sie vielleicht von dem ganzen Tag von Ramadan, so haben sie vielleicht 10 Stunden nur verbracht mit Essen zubereiten und Essen einkaufen und spülen und so weiter und so fort. Das ist nicht der Sinn von Ramadan. Dafür wurde Ramadan nicht herabgesandt. Dafür wurde nicht Ramadan zur Religion. Dafür wurde nicht der Ramadan der Monat des Korans. Dafür ist der Ramadan nicht gemacht worden. Und damit erreicht man nicht die Befreiung vom Höllenfeuer und das Ergattern des Paradiestickets. Das ist nicht dafür gedacht, liebe Geschwister. Ja, man kann schön und lecker essen. Und wenn uns Allah gegeben hat, so wie er uns glücklich gemacht hat und reich gemacht hat, dass wir genießen können, dann können wir genießen. Es ist nicht haram. Aber nur eine bestimmte Zeit und nur in bestimmten Maßen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben, liebe Geschwister. Ramadan ist der Monat des Korans. Ramadan ist der Monat des Gebets. Ramadan ist der Monat von Zikrullah azza wa jal. Ramadan ist der Monat des Spendens. Das ist Ramadan und Ramadan ist nicht ein Monat des Essens. Ramadan ist der Monat des Fastens. Des Fastens mit dem Magen, des Fastens mit der Zunge, des Fastens mit den Augen und mit den Ohren. Das Fasten mit den Händen und mit den Füßen. Das ist Ramadan, liebe Geschwister. Und das ist Nummer 1, womit ich heute mit euch reden wollte. Der zweite Punkt, liebe Geschwister, ist Fadlu Ramadan. Oder ein paar wunderschöne Hadithe über Ramadan. Damit wir inshallah das richtige Verständnis haben und dass wir inshallah uns motivieren. Und dass wir daran etwas festhalten können und uns wetteifern können. Ramadan, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In einem anderen Hadith steht: Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Und alle drei Hadithe sind überliefert authentisch bei Bukhari und Muslim. Was steht in diesen drei Hadithen? Derjenige, der Ramadan fastet, imanen wa ihtisaben, imanen mit dem Glauben, mit dem Verständnis. Mit welchem Glauben, mit welchem Verständnis? Mit dem Glauben, dass das eine Säule ist des Islam. Mit dem Glauben daran, dass das eine Pflicht ist für den Muslim. Mit dem Glauben daran, dass er das erfüllt, was Allah ihm auferlegt hat. Wa ihtisaben, Nummer 2, wa ihtisaben. Und er erhofft, dass er sich für dieses Abmühen, für diese Anstrengung, für das Fasten, für den Hunger, für den Durst, für die Schwäche, für das Stehen im Gebet, für diese Anstrengung, dass er dafür belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er fastet mit einer Absicht, er fastet mit einem Verständnis der Religion. Nicht einfach so, ja, meine Eltern fasten oder die Leute fasten, dann faste ich.
Oder ohne zu verstehen, wieso, weshalb, warum. Oder so wie die Sufis. Ich mache das aber nicht mit dem, nicht weil ich Belohnung will von Allah. Ja, wofür denn sonst? Hier authentische Hadithe bei Bukhari und Muslim. Na, was steht da? Wer fastet, wer betet, wer fastet im Ramadan mit Iman, mit dem Glauben, dass das eine Pflicht ist, eine Säule des Islam. Und Ihtisaben. Und er erhofft sich die Belohnung bei Allah. Er rechnet damit, dass Allah ihn belohnt dafür, wie Allah ihn versprochen hat. Ihm werden seine Sünden vergeben. Und wer betet im Ramadan, damit ist gemeint, abends, nachts, Tarawih, Tahajjud beten. Wer betet im Ramadan, ebenfalls Imanen und Ihtisaben, mit dem Glauben daran, dass es von der Religion ist, dass es eine Sünde ist, dass Allah das von uns möchte. Und mit dem Erhoffen auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, ihm werden seine vorherigen Sünden vergeben. Und im dritten Hadith, wer betet, Laylatul Qadr, Imanen und Ihtisaben wieder, ihm werden seine Sünden vergeben. So sehen wir, liebe Geschwister, eine der schönsten Sachen von Ramadan ist, die Sünden werden vergeben. Die Sünden des Menschen werden im Ramadan vergeben, wenn man betet und wenn man fastet im Ramadan. Und liebe Geschwister, wenn einem seine Sünden vergeben werden, dann hat er keinen anderen Platz außer im Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es das wichtig, dass man diese Sachen versteht und verinnerlicht, im Herzen hat, verinnerlicht und weiß und damit auch dann fastet und betet. Mit diesem Verständnis und mit diesem Glauben, dann werden deine Sünden vergeben. Im anderen Hadith, As-Salawatul Khams, die fünf Gebete zu den fünf Gebeten. Also Jumu'ah zu Jumu'ah und Ramadan zu Ramadan löschen die Sünden aus, was dazwischen ist. Solange man von den großen Sünden ablässt. Man macht keine großen Sünden. Wenn du keine großen Sünden machst, zwischen Ramadan und Ramadan, weil du Ramadan gefastet hast letztes Jahr und Ramadan dieses Jahr fastet, alle kleinen Sünden vom letzten Ramadan bis jetzt werden dir alle vergeben. Dadurch, dass du ein paar Tage fastest. Subhanallah. Und schaut auf die Barmherzigkeit Allahs. Manche Leute sagen, oh, das ist schwer und der Tag ist so lang. Subhanallah. Allah lässt dich 330 Tage im Jahr essen und trinken, so viel wie du willst. 330 Tage. Und er verlangt von dir nur 29 oder 30 Tage, dass du nur ein bisschen, nicht mal 10%, weniger als 10%. 90%, mehr als 90% kannst du essen und trinken von morgens bis nachts. Und nachts bis morgens. Und ein paar wenige Tage möchte Allah von dir, dass du dich ein bisschen zügelst, trainierst, beherrschst für Allah subhanahu wa ta'ala, für das Paradies, für die Ewigkeit im Paradies, für ewigen Luxus, ewige Glückseligkeit, ewiger Reichtum, ewig glücklich sein. Und dann ist es zu viel, subhanallah. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist das Verständnis, was ein Muslim hat. Also der zweite Punkt. Die Sünden werden vergeben, liebe Geschwister. Die Sünden werden vergeben dadurch, dass man fastet, dadurch, dass man Tarawih betet, dadurch, dass man Ramadan richtig verinnerlicht und praktiziert. Nummer 3. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Ramadan Utaqa. Utaqa, Allah azza wa jal befreit Menschen im Ramadan vom Höllenfeuer. Er bestimmt im Ramadan wird Allah subhanahu wa ta'ala, wie im authentischen Hadith steht, Menschen befreien vom Höllenfeuer. Er bestimmt, dass Person X und Y mit Namen, diesen befreit von Jahannam. Khalas, der geht nicht in Jahannam. Und dann sagt er der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist in jeder Nacht von Ramadan. In jeder Nacht von Ramadan, Allah befreit Menschen vom Höllenfeuer. Möge Allah uns dazu gehören lassen. Subhanallah. Das heißt, es ist eine große Möglichkeit, dass du befreit wirst von Jahannam im Monat von Ramadan. Eine Bestätigung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Wahi, mit Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man diese Chance, diese Saison ausnutzen. Wir schlafen genug, wir spielen genug, wir essen genug, wir haben genug gechillt in unserem Leben. Wir chillen das ganze Jahr. Aber dieser Monat ist nicht zum Chillen gedacht. Dieser Monat ist nicht, es ist zum Chillen gedacht, aber es ist zum Chillen
das richtige Chillen, das Chillen, was dich für ewig chillen lässt. Was dich ewig glücklich macht, im Diesseits und im Jenseits. So haben wir Nummer zwei, dass im Monat vom Ramadan die Sünden getilgt werden. Nummer drei, Allah befreit in jeder Nacht von Ramadan Menschen vom Höllenfeuer. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, wir müssen etwas, wir müssen Gas geben, wir müssen Taten zeigen, dass wir es wert sind, dass Allah uns seine Barmherzigkeit schenkt, dass er vielleicht sagt, du mit deinem Namen, so und so, dir wurde vergeben, du gehst nicht in die Hölle. Chalas. Das heißt, auch wenn du danach Sünden machst, Allah wird dich standhaft machen, dass du auf dem Weg bleibst. Und Allah wird dir die Sünden, die du danach machst, inshallah vergeben. Aber wer weiß, wir wissen es nicht, Allah weiß, ob du einer der Glücklichen bist. Aber wird derjenige dazu gehören, der Tricks macht mit Allah, der unehrlich ist in seinem Herzen, der fastet, vor den anderen tut er so, aber wenn er dann alleine ist, in einem Raum, dann isst er einfach und fastet nicht. Wird Allah ihn, gehört er dazu, zu denen, die Allah befreit vom Höllenfeuer? Bestimmt nicht. Einer, der fastet, mit seinem Magen, er isst nicht und trinkt nicht, aber den ganzen Tag ist er am Lästern, den ganzen Tag ist er am Lügen, den ganzen Tag ist er am Sündigen. Allahu a'lam. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er dazu gehört und Allah als solcher macht, was er will. Nummer 4, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Sache von Ramadan, dass der Monat von Ramadan, dass man verinnerlicht und das Verständnis hat, warum ist dieser Monat der beste aller Monate, der König der Könige unter den Monaten. Warum ist dieser Monat so besonders? Warum fasten wir diesen Monat? Warum gibt es in diesem Monat so viel Belohnung? Warum werden in diesem Monat Leute vom Höllenfeuer verschont? Warum gibt es... Warum? Allah hat diesen Monat gekrönt und ihn ehrenhaft gemacht. Warum? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات من هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Als was? Das ist eine Hidaya. Das ist der Monat, an dem Allah den Koran herabgesandt hat. Das heißt, dieser Monat ist besonders. Und warum ist er besonders? Er ist besonders, weil der Koran in ihm herabgesandt wurde. Warum? الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Als Rechtleitung für die Menschen, für alle Menschen. Das ist die Rechtleitung. In diesem Monat ist das Navigationssystem zum Paradies herabgesandt worden. Der Wegweiser, der dir den Weg zeigt in die ewige Glückseligkeit, ins Paradies, er ist im Ramadan herabgesandt worden. An-Nur, alladhi anzal Allah, das Licht, was Allah herabgesandt hat. Und deswegen ist dieser Monat der beste und der schönste Monat. Und deswegen gibt es in diesem Monat so viel Belohnung, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen sollte man was? Deswegen ist dieser Monat der Monat, an dem der Muslim sich beschäftigt mit dem Koran. Er liest den Koran, er betet mit Koran, er gedenkt, er denkt nach, wenn er Koran liest. Er liest vielleicht Tafsir, er liest die Übersetzung, dass er vielleicht versteht, was er da sagt im Gebet. Dass er Verständnis darüber hat, über was Allah uns sagen will im Koran. Diese Geschichten des Korans und was Allah uns mitteilen will in diesem Koran. An Ahkam und an Qisas und Aqidah und Tawhid und alles, was dazu gehört. Und deswegen sollte der Muslim sich auf jeden Fall im Koran, im Ramadan Zeiten aussuchen oder einen Plan haben, wie viel er von diesem Monat mit dem Koran verbringt. Tagsüber und nachts. Wie viel er liest, wie viel er hört, wie viel er lernt vom Koran oder über den Koran. Eine weitere Sache, liebe Geschwister, oder von den Fadail als nächstes, ein paar Hadithe, ein paar wunderschöne Hadithe, die uns zeigen, die Schönheit von Ramadan und die Belohnung von Ramadan. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Kullu amal ibn Adam lah, Hadith Qudusi, illa s-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Alle Taten von Bani Adam sind für ihn selbst,
außer das Fasten. Das Fasten ist für mich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich werde dementsprechend belohnen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die wir schon kennen, diese Belohnungen, die wir kennen, subhanallah, das ist nicht, das ist nur vielleicht, ja, was du noch so nebenbei bekommst. Aber die richtige Belohnung von Allah, das ist eine Überraschung. Die richtige Belohnung von Ramadan kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, alle Taten Bani Adams, Sohn Adams, sind für ihn außer das Fasten. Das ist für mich und ich werde dafür belohnen. Nach meiner Wahl. Eine Überraschung von Allah, wie viel Allah dir dafür gibt. Und was er dir dafür gibt, subhanallah. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad s.a.w. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه 70 خريفا عن النار. Derjenige, der einen Tag fastet fi sabilillah, Allah wird sein Angesicht von Jahannam entfernen, eine Reise, die man in 70 Jahren zurücklegt. Wer einen Tag fastet fi sabilillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem anderen Hadith: جاءكم شهر رمضان. Zu euch ist der Monat von Ramadan gekommen. Ein Monat, Mubarak, ein gesegneter Monat, gesegneter Monat. In diesem Monat werden die Tore des Paradieses geöffnet, in einer anderen Überlieferung die Tore der Himmel eröffnet. Und die Tore des Höllenfeuers geschlossen und keins wird mehr davon geöffnet. Die Tore von Jahannam werden geschlossen, aber die Tore des Himmels und die Tore des Paradieses werden geöffnet. Das heißt, wir wissen, Paradies ist schon da. Existiert schon. Und wir wissen, dass die Tore geöffnet und geschlossen werden. Aber die Tore des Paradieses werden geöffnet. Sie wurden eben gerade, jetzt in den letzten Minuten, sie wurden eröffnet. Und sie werden an dem ganzen Monat offen bleiben. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dir, komm, komm. Komm, ich lade dich ein. Ich lade euch ein ins Paradies. Komm zum Paradies. Komm zu meiner Barmherzigkeit. Allah sagt zu dir, ich habe euch meine Barmherzigkeit gegeben jetzt. Und im Hadith steht dann was? Ya baghi al-khayri aqbil. O du, der Gutes willst, komm. Komm her. Der Gutes will, hast du eine gute Absicht? Willst du Gutes? Willst du Paradies? Willst du meine Barmherzigkeit? Willst du, dass ich dir vergebe? Komm. Ya baghi al-khayri aqbil. O du, der Gutes will, komm her. Und o du, der Schlechtes will, aqsir. Weg mit dir. Und im Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, das Fasten ist ein Schutz. Ein Schutz vor was, ja Allah? Allahu a'lam, vor allen Sachen. Ein Schutz vor Shaitan, ein Schutz vor Nafs, ein Schutz vor Jahannam, ein Schutz vor Irrweg, ein Schutz vor allem. Ja, er hat es offen gelassen. Ein Schutz vor jedem Übel. Das Fasten ist ein Schutz. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aleikum bis Saum, ihr sollt fasten, denn es gibt nichts wie das Fasten. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle Hadithe, die ich nenne, sind authentisch. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über zwei Geschwister, die gestorben sind. Der eine ist gestorben als Shahid, als Märtyrer. Und wir wissen, was für eine Stufe die Märtyrer im Islam haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite, sein Bruder, ist gestorben nach ihm. Aber nicht als Shahid, als normaler Muslim gestorben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wie kann das sein, o Gesandter Allahs, dass der eine, der nicht als Shahid, nicht als Märtyrer gestorben ist, wie kann das sein, dass er vor seinem Bruder, dem Märtyrer, ins Paradies kommt? Oder dass er noch mehr Belohnung bekommt. Wie kann das sein, o Gesandter Allahs? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das nicht so, dass dein Bruder, der Märtyrer ist vorher gestorben, ist das nicht so, dass dein Bruder länger gelebt hat und noch mehr gefastet hat? Ramadan gefastet hat? Er hat Ramadan in seinem Gepäck, was sein Bruder, der Märtyrer, nicht hat. Subhanallah. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, Ramadan und jeder Tag von Ramadan ist ein Schatz, und ist ein Gewinn, den man sich nicht vorstellen kann. Nur Allah kennt die Belohnung davon.
In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: In einem anderen authentischen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ihr solltet Suhur nehmen, denn Suhur im Suhur ist Baraka. In einem anderen authentischen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Der Unterschied zwischen dem Fasten von uns und dem Fasten von Ahlul Kitab, den Juden und Christen, ist das Suhur. Dass man diesen Frühstück nimmt, darin ist Baraka und darin ist Segen. Ja, und deswegen ist es auch eine gute Sache, die man macht, für die man belohnt wird in der Religion. Und so, liebe Geschwister, gibt es noch sehr, sehr viele Hadithe über das Fasten und über die Belohnung des Fastens. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls authentisch: Derjenige, der einen Fastenden zu essen gibt, speist, er hat zwei Sachen. Er bekommt zwei Belohnungen. Eine Belohnung, er bekommt die gleiche Belohnung wie der gefastet hat. Das heißt, wenn du morgen, du isst und du gibst deinem Freund, deiner Freundin, also deinem Freund, deinem Bruder, deinem Kind, egal wem, du gibst einem anderen Fastenden zu essen. Der kann reich sein, der kann arm sein, egal. Du gibst einem anderen Fastenden zu essen. Du bekommst die Belohnung, als hast du gefastet, weil du hast ja gefastet. Und du bekommst noch die Belohnung von diesem anderen Fastenden. Noch dazu, ohne dass die Belohnung von dem anderen weniger wird. Er bekommt seine volle Belohnung und du bekommst die gleiche Belohnung wie er nochmal. Als hättest du zweimal gefastet an einem Tag. Speist du 10 Leute, als hättest du 11 Leute, als hättest du 11 Mal an diesem Tag gefastet. Speist du 100 Leute, stellt euch mal vor, wie einfach das ist. 100 Leute speisen mit 100 Euro, sagen wir mal. Mit 100 Euro. Als hättest du an diesem Tag 101 Mal gefastet. Als hättest du mehr als dreimal Ramadan gefastet. Subhanallah. Subhanallah. Das ist die erste Belohnung. Du bekommst dieselbe Belohnung wie der gefastet hat, den du gespeist hast. Und das ist egal. Dieser Mann kann ein armer Mensch sein in Afrika, in Asien. Dieser Mann kann dein Nachbar sein, der Muslim ist, den du eingeladen hast. Diese Person kann deine Familie, deine Geschwister sein, die du eingeladen hast. Ist egal wer. Und es ist egal, was für ein Essen. Hauptsache, du hast ihm etwas zu essen gegeben. Die zweite Belohnung, erste Belohnung, du bekommst dieselbe Belohnung wie der gefastet hat. Die zweite Belohnung, Allah befreit dich vom Höllenfeuer. Subhanallah. Subhanallah. Ein anderer authentischer Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Aisha radiallahu anha, sie sagte: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war immer großzügig und am großzügigsten war der im Ramadan. Am großzügigsten war der im Ramadan. So hat er im Ramadan, ja, im authentischen Hadith, kerrih al-mursala. Er war so wie wie ein Wind. Subhanallah, so großzügig war der. Er hat alles gegeben. Alles gegeben im Ramadan, subhanallah. Und es war der Monat, an dem der immer mit Jibril a.s. an jeder Nacht von Ramadan Jibril getroffen hat und mit ihm den Koran gelernt hat. In jeder Nacht von Ramadan. Das sind inshallah ein paar Fada'il. Es gibt sehr, sehr viele unendliche Hadithe über Ramadan, aber inshallah, damit wir es nicht zu lange machen, inshallah denke ich, dass das genügend ist als Motivation für einen Muslim, inshallah Ramadan richtig mit Motivation und mit Ehrgeiz reinzugehen. Aber bevor ich abschließe, einen wichtigen Ratschlag, liebe Geschwister. Was im Ramadan, oder zwei sehr, sehr wichtige Ratschläge. Ratschlag Nummer 1: Im Ramadan geht man nicht rein in den ersten Tagen richtig so wie eine Rakete nach oben. Das heißt, wir geben nicht Vollgas. Ich faste, ich lese viel Koran und so. Und das, was wir meistens kennen, in den ersten Tagen von Ramadan, du gehst in die Moschee, du findest keinen Platz. Weder Tarawih noch die Pflichtgebete, Moscheen rappelvoll. Ja, manchmal musst du draußen beten. Und jetzt mit Corona und Abstand, vielleicht, Allahu a'lam, entweder gehst du sehr früh oder du findest gar keinen Platz. Aber was sehen wir? Immer, egal wo, auch in den islamischen Ländern, egal wo, erste Woche ist so, rappelvoll. Ab der ersten Woche siehst du, auf einmal ist die Moschee nicht mehr voll,
fast voll. Und dann wird es immer weniger, weniger. Mitte Ramadan ist die Moschee halb voll. Ja? Motivation ist weg, ist futsch. Und dann, erst wenn wieder 27. Nacht ist, dann ist die Moschee wieder voll. Das ist nicht die richtige Art und Weise von Ramadan. Ja? So reinzugehen und dann in Mitte von Ramadan wieder so runterzugehen, das ist nicht Ramadan. So geht man nicht mit Ramadan um. Das ist das falsche Verständnis von Ramadan. Ramadan geht man vielleicht so rein. Ja, so. So rein. Aber danach geht es so. Danach geht es so steil, steil nach oben. Warum? Weil Ende von Ramadan sind die Endspiele. Ja, wenn man eine Weltmeisterschaft hat, das ist nur die Vorrunde. Die ersten 10, 20 Tage, das ist nur die Vorrunde. Ja, oder Champions League. Dann kommst du ins Finale. Finale sind die letzten 10 Tage von Ramadan. Deswegen, man muss reingehen in Ramadan, inshallah, mit richtiger Motivation und Ehrgeiz. Und man muss aber das beibehalten und dann muss man eigentlich immer steigern, immer steigern. Warum? Weil das Ziel ist, Laylatul Qadr und die letzten 10 Tage von Ramadan, wo nochmal die Belohnung vervielfacht wird. So viel vervielfacht, wie wir uns das nicht vorstellen können. Allah sagt im Koran, Laylatul Qadr, khayru min alfi shahr. 11 Shahr sind ungefähr 83, sagen wir 84 Jahre. Die Anbetungen, die man macht in 84 Jahren, diese eine Nacht ist besser als 84 Jahre in Anbetung zu verbringen. Subhanallah. Ein paar Stündchen, 3, 4, 5 Stunden. Besser als 84 Jahre. Die meisten nehmen gar nicht 84 Jahre. Subhanallah. Und diese Nacht ist in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Deswegen, der Muslim geht nicht rein, volle Kanne und danach... Nein, nein, nein. Er geht rein, richtig motiviert und ehrgeizig und danach geht es immer steil nach oben. Ja, bis er am 30. Tag von Ramadan, dann ist er im Finale. Endspiel. Dann hat er inshallah sein Endspiel und da hat er inshallah sein Paradiesticket. Dann hat er inshallah seine Haut gerettet vor Jahannam. Und das war Nummer 1 und Nummer 2, was ich raten wollte. Liebe Geschwister, es gibt sehr, sehr viele Muslime, die achten im Ramadan viel auf was? Sie achten sehr, sehr viel darauf, Tarawih zu beten. Und sie geben dem Tarawih-Gebet eine hohe Stellung. Und es hat definitiv eine hohe Stellung im Islam. Aber, oder zum Beispiel, sie lesen auch Koran, das hat auch eine sehr, sehr hohe Stellung im Islam und im Ramadan. Aber das Wichtigste, liebe Geschwister, so wie der Prophet Muhammad es uns beigebracht hat, das Wichtigste im Ramadan und außerhalb von Ramadan, die Tat, die dich Allah am allernächsten bringt, die dich ins Paradies bringt, deine Pflichten zu erfüllen, dass du pünktlich betest, dass du 5-mal am Tag betest und richtig betest, dass du Ramadan fastest, dass du die Pflichten erfüllst. Und Tarawih ist sehr, sehr schön und ist eine wunderschöne Sunna des Propheten Muhammad und des Sahaba, aber es ist kein Pflichtgebet. Die 5 Gebete, ein Gebet von Pflicht, ein Pflichtgebet ist besser als alle Tarawih, die du betest. Auch wenn Tarawih und Tahajjud einen hohen Stellenwert hat. Ein Pflichtgebet von Fajr oder Dhuhr oder Asr ist besser als alle Tarawih, die du gebetet hast. Und deswegen darauf achten, seine Pflichten zu erfüllen als allererstes. Und die allerletzte Der allerletzte, dritte und allerletzte Ratschlag, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt manche Leute, sie haben von ihrem Fasten nichts außer Hunger und Durst. Es gibt manche Leute, Hadith ist authentisch, es gibt manche Leute, sie haben von ihrem Fasten nichts außer Hunger und Durst. In einer anderen Überlieferung, ebenfalls authentisch, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat kein Interesse daran, an dem Fasten einer Person, der seine Zunge nicht kontrolliert. Von Qawl al-Zur wal amala bih. Derjenige, der lügt und lästert und beleidigt. Allah braucht seinen Fasten nicht. Allah braucht es sowieso nicht, aber erst recht nicht von einem. Also Allah braucht es sowieso nicht. Aber Allah will das gar nicht sehen, dass jemand fastet, aber mit seiner Zunge isst er das Fleisch der Gläubigen.
und lästert und ja, man lam yada qawla az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi haja an yada an yada aklahu wa sharabahu, aw kama qala sallallahu alayhi wasallam, Allah azza wa jalla hat kein Interesse daran, an dem Fasten einer Person, wenn diese Person qawla az-zur macht, lügt und lästert und Falschaussagen macht und üble Rede praktiziert. Deswegen, liebe Geschwister, im Ramadan wirst du ein Multimilliardär. Aber diese Milliarden, die kann man sich kaputt machen. Die kann man sich am Tag kaputt machen, wenn man Ramadan nicht richtig versteht und richtig fastet. Indem man fastet, aber gleichzeitig macht man die ganze Zeit Sünden. Du bekommst so viel Belohnung und du machst das alles wieder kaputt. Oder die Leute, die ein falsches Verständnis von Ramadan haben und sie denken, Ramadan ist tagsüber. Aber nachts ist nicht Ramadan. Tagsüber ist er am Fasten und nachts ist er am Kiffen und Musik und macht Sinner und macht dieses und macht jenes. Manche Leute, subhanallah, sie fasten und sie brechen ihr Fasten mit einem Joint, mit Drogen, mit Haram. Subhanallah. Tagsüber ist er am Fasten, tagsüber ist er ein Muslim und nachts ist er ein Shaitan. Ja? Und das ist nicht Ramadan. Ramadan ist ein ganzer Monat. Ramadan ist tagsüber und nachts. Und das Ziel von Ramadan, wenn man Ramadan richtig fastet, ja, ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ja, ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Das ist al-maqsad min Ramadan. Das ist das Ziel von Ramadan. O ihr, die ihr glaubt. Jetzt, Abdullah ibn Mas'ud sagte, wenn du hörst, oh, ihr, die ihr glaubt, ihr Ladine Amen, hör gut zu. Hör gut zu. Warum? Allah wird dir jetzt eine Sache sagen, die du machen musst, oder eine Sache, die verboten ist. Allah redet mit dir, mit jedem Muslim. Deswegen hör gut zu. Allah sagt in diesem Vers, oh, ihr, die ihr glaubt, euch wurde Ramadan vorgeschrieben, so wie es vorgeschrieben wurde, denen, die vor euch waren. La'allakum tattaqun. Warum? Damit du gottesfürchtig bist. Das ist das Ziel von Ramadan. Wer Ramadan richtig fastet und richtig betet und richtig verbringt in Ramadan, so wie man es muss, er geht aus Ramadan raus als gottesfürchtiger Mensch. Und das ist ein Paradies. Ramadan ist eine Schule. Ramadan ist die Schule von Ibadah, die Schule von Sabr, die Schule von Disziplin, die Schule, wie man Allah Azza wa Jalla anbetet, wie man ein richtiger Muslim ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen gesegneten Monat segnen und uns am Leben lassen, dass wir diesen ganzen Monat fasten und genießen können. Möge Allah uns recht leiten und uns Ikhlas schenken und uns die richtige Absicht und das richtige Verständnis geben und unsere Sünden vergeben und mit den Gläubigen beistehen, allen Gläubigen beistehen, die jetzt gerade in diesem Monat krank sind, die jetzt gerade in diesem Monat in schwierigen Situationen sind oder in einem Kriegsland sind oder in Hunger oder andere Problemen sind, möge Allah allen Gläubigen beistehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere und ihre Dua annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.